Jetzt, naja, gut, 61 Eisen sieht auf jeden Fall gut aus. Lava. Ist der hinter uns? Nee, der ist nirgends mehr. Wie gesagt, man sollte auch nicht ganz so verkrampft hier rumlaufen. Das ist, ne? Bringt uns, aua, gar nichts. Bin gerade Fuß eingeklemmt. Für alle, die es jetzt gerade interessiert hat, warum ich aua gesagt habe, gibt's hier. Nee, das ist mir zu gefährlich. Hier geht's nirgends hin. Das kann ich mir aber jetzt gar nicht vorstellen. Ich höre nämlich Zombies. Irgendwo hier röchelt was. Alter, wo ist denn das? Mal links auf dem Ohr, mal rechts auf dem Ohr. Ich glaube da oben. Oh, pass auf, ich mach mal eben kurz Platz hier. Oh. Nee, ich komme hier hoch. Da ist er doch. War das jetzt ein Zufall, dass der hier stand? Oder ist hier eine Höhle? Ist hier noch Kohle? Naja, auf ein Stück. Da wollen wir uns jetzt... Deswegen wollen wir jetzt hier nicht diskutieren. Au, scheiße. Man sollte doch nicht so hektisch sein. Alter. Ja gut, okay, wir werden irgendwann in 10.000 Folgen den Weg nach draußen wiederfinden. Was ist das denn da hinten? Auf den Kopf. So. Pass auf, wir leuchten das jetzt erstmal eben hier das nähere Umfeld so ein bisschen aus. Ein Skelett, aber das hat uns nicht gesehen. Hoffe ich. Und wenn doch, dann doch. Ach du Scheiße. Es hat uns gesehen. Nicht hier runterschießen, nicht hier runterschießen. Nein. Huch. Ups. So. Was? Da kam noch eins. Alter, ich liebe dieses Schwert. Komm, sofort mal nachessen. Pass auf, wir gehen doch mal hier runter. Oh. Aua. Aber nicht so wirklich, ne? Also ich freue mich schon richtig drauf, hier einen Weg nach draußen zu suchen. Da geht's noch weiter nach unten. Aber wie gesagt, solange wir nicht in einer Mine sind oder eine Mine finden, ist eigentlich alles halb so wild. So, einmal... Ich hab dich schon gesehen, mein Freund. Alter, wo ist der denn? Ach, da. Warte mal, die Erfahrung nehmen wir... Was? Wo war der denn? Alter! Scheiß auf die Erfahrung. Wo schießt der? Was ist das denn? So, pass auf. Wir gehen mal eben hier... Ja, mein Kleiner. Pass auf, wir essen sogar, bis der hier ist. Oh. Vor allem habe ich das Gefühl oder ist das so, je tiefer ich komme, desto mehr von dem... Alter, renn auch hier rum. Was? Hier ist ein Spawner in der Nähe, das geht nicht anders. So, pass auf, wir gehen mal hier unten durch. Aber hier waren wir. Ach, guck mal, hier sind wir letzte Mal aus der Höhle abgehauen, glaube ich. Das heißt, wir hauen jetzt natürlich nicht ab. Wir gehen erstmal wieder ein Stückchen zurück. Dass wir Eisen sammeln können. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht noch tausendmal von denen hier überrascht.
Ist nicht so, dass es keinen Spaß macht, aber es ist auch so, dass es irgendwo mal ein bisschen nervig wird. War auch schon mal in Versuchung, die Monster abzuschalten, aber... Aua! Alter! Du Kackner! Sag mal, das ist doch nicht wahr, oder? Komm, es schneller. Wir müssen ein bisschen durch die Gegend rennen. Die Herzen müssen sich jetzt ganz schnell regenerieren, sonst sind wir gleich im Poppes. Aber ganz kräftig. Es ist natürlich total unfair, wenn du auf so einer Treppe stehst und der schießt dich einfach immer wieder zurück. Ist der uns jetzt nicht nachgekommen? Da ist er. Da. So viel überlebst du einen fairen Kampf. Aber wie gesagt, ich frage mich, warum das so übertrieben viel sind. Auch mal vorsichtig gucken. Gehört habe ich schon was. Ach, der planscht da so ein bisschen. Ja, pass auf, dann lassen wir das Eisen da unten erstmal stehen. Da rennen wir jetzt nicht extra zurück. Wir schauen mal, ob hier ein Spawner in der Nähe ist. Aber ein Creeper ist auch in der Nähe. Du, dein Kollege hat dich auch angeschossen, nicht nur ich. So, Kohle, die nehmen wir aber mit. Hier geht's nirgends hin. Und wieder den Adrenalinpegel eine Spur runterfahren lassen. Level 25 ist ja, ne? Macht mir so ein bisschen Angst gerade. Und es wäre natürlich so ärgerlich, gerade was das Schwert angeht. Weil ich will jetzt auch nicht raus hier. Also es ist ja nicht so, ne? Ich meine, ich habe schon keine Lust zu sterben, aber es bringt ja nichts. Wir müssen der irgendwann ja mal vernünftig untersuchen. So, pass auf, ich hüpfe jetzt einfach hier rein. Ist ja nicht das erste Mal. Ich habe auch gerade einen Zombie gehört. Hier waren wir übrigens auch schon. Eine Kartoffel. Ach, die Zombies verlieren die Dinger. Ist ja cool. Das ist ja cool. Wo sind wir? Na, ein bisschen Zeit haben wir noch. Leider nicht mehr allzu viel. Aber es wird so langsam ruhig hier. Ich hoffe, dass das Ausleuchten wenigstens noch was bringt. Nein, nicht nochmal gerade nach unten. Dadurch sind wir ja hier unten. Ich höre dich. Ich höre dich. Komm her, du Wicht. Alter, hier muss doch irgendwo, ne? Mal eben gucken. Uah. Hier muss doch irgendwo ein Spawner in der Nähe sein. Die können doch nicht so übertrieben, ne? Pass auf, ich knall mal eben ein paar Fackeln hier hin. Sollte mir das wirklich mal mit der Tastatur angewöhnen, die einzelnen Sachen zu wechseln. Lalala. Es ist nicht so, dass wir Angst haben. Wo geht's denn hier hin? Ich muss das mal eben zuklatschen. Zack. Zack. Ja. Ich mach das mal eben zu. So, das sollte funktionieren. Ja. Haben wir trockengelegt. Da kommt sofort einer raus. Zwei kommen hier raus. Ich meine, ich finde diese Höhlen so faszinierend. Oh. Muss mal eben ausprobieren. Können wir die erledigen? Nein! Die gut. Ach, guck mal. Da kriegen wir trotzdem Erfahrung. Ist natürlich auch geil. Dann haben wir noch welche. Freiwillige vor. Na, du nicht. Pass auf, wenn ich jetzt so... Ja, das geht doch schon besser. Ich muss das mal umlegen gleich. Nee, doch nicht. Okay. So, zwei. Ja, geht doch.
Warum denn nicht gleich so? Weil ich gleich sowieso wieder das Scrollrad benutzen werde. Ach du Scheiße, kommt doch, kommt doch. Komm schon. Nein, ich wollte doch Erfahrung haben. Du hast nämlich keine Kohle getroffen, aber dafür Eisen freigelegt. Oder hatten wir das vorher schon gesehen? Ich weiß das jetzt gar nicht. So, schön umschauen hier. Ach, da oben geht's lang. Ja, das ist jetzt natürlich... Obwohl, können wir hier nicht durch. Anscheinend nicht, anscheinend doch. Guck mal, das passte sogar fast. Gucken wir mal eben hier oben rein. Da ist Kohle. Aber nichts anderes mehr. Schön. Kohle nehmen wir natürlich mit. Lalala. Ja, guck mal, die Fackeln gehen nämlich auch gleich schon zur Neige hier. Schauen gleich mal eben unser Inventar durch. Ich will das mal eben kurz ausleuchten. So, wir gucken mal eben. 64, 64, 64, 22. Oh doch. Aua. Aber wir haben noch... Alter, guck dir mal die Fackeln an. Und wir hatten so viel mitgenommen. Egal. Noch sind wir ausgestattet. Noch haben wir Holz und Kohle reichlich. Aber für das eine Projekt, was ich jetzt eben da am Laufen habe, da brauchen wir noch reichlich Eisen und man kann es eigentlich nicht genug haben. Warte. Da ist Eisen. Guck mal aus dem Augenwinkel. Im Extremfall, wovon ich auch ausgehen werde, beenden wir die Aufnahme hier in der Höhle. Oh, ich sehe da unten Zombie. Aber wir leuchten erstmal hier aus. Das ist Sand. Das ist ein Skelett. Das ist uns vorhin auch schon... Ich mag die Sorte nicht. Die mag uns aber auch nicht. Was? Achso, ich dachte, das krepiert gerade. Ich höre doch gerade ein Skelett sterben. So, wir nehmen die Kohle mal eben hier raus. Aber wir gehen auf dem anderen Weg runter. Nehme ich hier hinten rum, da haben wir auch noch Kohle. Während wir bereits Level 28 haben, was ich schön finde. Ich weiß auch gar nicht, warum wir jetzt die ganze Zeit die enchantete Spitzhacke nehmen. Eine andere haben wir gar nicht mitgenommen, ne? Nee, natürlich nicht. Warte mal, wir wollten... Nee, war da schon? Nee, das ist Sand. Wir wollten nach hier. Genau, dann gehen wir hier runter. Da kommt ein Zombie angelaufen. Oh, der sieht ja cool aus. Ich dachte schon. Da oben ist noch ein bisschen Erfahrung. Das lassen wir natürlich nicht hier liegen. Da ist eine Fackel. Ich höre gerade einen Zombie. Ja, ich sagte, und irgendwann fange ich wieder mit dem Scrollrad an. Doch, dann nehmen wir noch ein bisschen von dem hier mit. Aber nur, dass wir das Eisen da rauskriegen. So, lass mich mal kurz senieren. Da kommt ein Zombie. Macht uns jetzt allerdings knapp die Hälfte. Ich frage mich nur, wie geil das hier ist. Warum bleibt denn das so da drüber stehen? Egal, pass auf, da oben
Ich glaube, da geht sogar... Ist das draußen oder nicht? Aber ich... Nee, nee, wir gehen noch nicht raus. So, pass auf. Dann machen wir...